Ah, schön. Eine lauschige, ja, Herbstnacht, Sommernacht. Wen habe ich denn da hinten? Das Eichhörnchen. Oh, the most magical insects. Burn bright. Halt, warte. Das wird mir immer noch angezeigt. Warum wirst du mir denn immer noch angezeigt? Gehen wir mal gucken. Oder bist du das mit den... Ist hier noch ein Eichhörnchen? Was war denn das? Eben eine Feder? Das ist noch eins. Das wird mir nicht angezeigt. Nur das eine hier. Ja, ja. Aua, mein Kopf. Halt, warte mal. Bleib mal hier. Uah. Look at the lens and say nut. Sehr schön. Das gotcha. War schnell und präzise. Meine Güte. Das wäre fast noch schief gegangen. Das ist das Einzige, was hier... Weil das wird mir nicht angezeigt hier. Interessant. Was haben wir hier noch? Das ist ja der Geräteschuppen, oder? I hope Sammy wasn't around. Der Geräteschuppen ist nicht abgeschlossen in der Nacht? Das ist ja komisch. Da könnt ihr sonst wer kommen was nehmen. Was ist das? Zeitung? Who knew Samuel was so into runway fashion? Fashion-Magazin? Hollywood Girls. Hat er vielleicht Hoffnung, dass er mal Rachel Amber in der Zeitung von Holly von International Model sieht? Was haben wir denn hier noch? Farbe? Mädchenkram? Wie Mädchenkram? I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? Sieht aus wie von Victoria. Seide? Der Farbton könnte auch passen. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Was haben wir hier noch drin? Schublade? Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. Okay, und was haben wir hier? Nothing but tools. Nur Werkzeug. Eine Kiste haben wir hier noch? Nothing here. Okay, dann ist da eben nichts drin. Echt schön, ne? Hier hängt eine Axt und nicht abgeschlossen. Super. Gute Idee. Das ist eine gute Idee, klar. Lass einfach offen den Schuppen. Das sieht gruselig aus. The Tabanka does look pretty scary at night. Please don't destroy me. Nee, der wird uns schon irgendwie hier beschützen, hoffe ich doch. Aber schön mit den ganzen Glühwürmchen hier. Fliegen die... Oh, die fliegen alle weg. Schade, ich dachte, wir können so ein bisschen in den stehen. Dann flirren die so um mich rum. Maybe Samuel should fix that lamp. Ja, die Tage wird das schon machen. Das Fenster ist immer noch nicht repariert. Komisch. Oh, wieder weggeflogen. Menno. Sehr ärgerlich. Please have sex. Irgendjemand ist hier noch. Everywhere I go, I can see how I'm altering history. Big and small. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so gut, dass wir so viel verändern. I feel so giddy, even after Kate almost jumped. Maybe it's the leftover adrenaline. But I feel kind of invincible now. Ich
glaube, ich könnte nach so einem Tag auch nicht schlafen. Aber irgendwie ist das komisch. Irgendwie passiert immer irgendwo jemand etwas, mit dem wir... Ja, den wir irgendwie schätzen, der irgendwie nicht doof ist. Hoffentlich nimmt das keine großen Ausmaße an. Arthur Wells, are you serious? Oh nee, I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Wie noch nicht? Oh nee, jetzt sitzt der da. Ernsthaft? Blackwell almost lost another student. Oh nee. Wish Kate Marsh would just skip town. Now I have to deal with more pissed off entitled parents who want to blame me for their mistakes. Cheers. Na, der ist ja nett. Aber von dem kann man nichts erwarten. Ganz gut, dass man vielleicht dem nicht alles erzählt hat. Ist er vielleicht so betrunken, dass er mich gar nicht sieht? Kann ich hier irgendwie ins Dunkle? Und dann sieht er mich nicht? No. You have to be stealthier than that. You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. You know that. I'm sorry, Principal Wells. I'm still tense after I thought Kate was going to jump today. I just needed some air and space to walk. No explanations. Seeing Kate come up on that roof, then seeing her come down with you. You saved her ass. Maybe save Blackwell. Now don't get cocky. Go on back inside. You earned good dreams. Great. So how do I get past him to meet Chloe? Gut, ich kann ihn verstehen. Ich glaube, nach so einem Tag bräuchte ich auch einen Drink. Aber wir müssen an dem vorbei. Kriegen wir den irgendwie... Steht der vielleicht noch irgendwo anders, bevor der sich da hinsetzt? Der sitzt da immer noch. Ernsthaft? Geh doch weg. Boah, meine Güte. Jetzt ganz leise. Max the Ninja strikes again. Oh, wir sind vorbei. Meine Güte. Aber schon lustig, wie er versucht, krampfhaft seine Tür aufzubekommen. Das ist echt cool, so wenn alles leer ist, muss ich sagen. So draußen finde ich das ja super. Booyah! Oh, Gottes Willen. Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary punk asshole. Hey Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. Then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. You obviously said the right thing, and your badass power is gonna save us all. We just need to connect the plans. And find out who almost killed Kate.
We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Ja, danke. Ich hätte jetzt fast einen Herzinfarkt bekommen. Oh, Gott. Mach das ja nicht nochmal. Please don't joke about this, Chloe. Not right now. Max, I'm not laughing at you. My old counselor told me that my sarcasm was a way of avoidance. That's why he's my ex-counselor. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Ich glaube nicht nur die. Not just them. Yep. I just want to beat the shit out of those particular bros. I can still feel David's hand on my face. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Ich glaube, sie lebt. Mit Tod wollen wir jetzt gar nicht erst kommen. Chloe ist, habe ich das Gefühl, was das Thema angeht, sowieso relativ labil. Alive? I have to think that, Chloe. Her spirit is so powerful here. Maybe too much power. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Oh. Thank you, Step Prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Da ist gerade das Licht in unserem Fotografiezimmer ausgegangen. Die ersten drei Fenster, das ist unser Klassenraum. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? Bitte? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, das don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Are you fucking kidding me? Die geht aber auch mit allen Mitteln ran. Die ist ja ekelhaft. It's so stupid. Du bist doof. Just when I think das ist ja widerlich. Any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Chloe the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. You can always let me get busted like you did with the weed. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? I get charges for
just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on, one more door and our work here is done. Okay. Das ist doch kein Einbruch. Ich meine, wir haben Schlüssel. Das hat ja damit Einbruch nichts mehr zu tun, oder? Würde ich jetzt mal meinen. Oh, was haben wir denn hier? Post? Hier ist Post zum Lesen. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Was ist denn, was gibt's hier? Sehr geehrte Mrs. Michelle Grant, als Sicherheitschef der Blackwell Academy ist es mein Job und meine Pflicht sicherzustellen, dass alle Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler getroffen wurden. Mir ist bewusst, dass ich niemandes Liebling unter den Schülern oder Lehrern bin, aber ich weiß, dass ihre Sicherheit an erster Stelle steht. Die Zahlen, seit ich zum Sicherheitschef ernannt wurde, sprechen für sich selbst. Genau wie der 15,4%ige Rückgang in Campuskriminalität. Ich respektiere Ihre Stellung als Wissenschaftslehrerin, aber Sie haben unfairerweise meine Pläne für ein Überwachungssystem mit einer Feigenpetition dämonisiert. Ich hoffe, Sie werden diese Petition überarbeiten und die menschlichen Kosten bedenken, wenn die Blackwell Academy nicht mit der neuesten Sicherheitstechnik ausgestattet ist. Mit freundlichen Grüßen, David Madsen. Ja. Ich bin dem Thema immer noch so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Guck mal, die Pflanze lebt noch. Was haben wir denn hier Schönes? Na, Chloe, wie sieht's aus? Machst du auf? That's it. Na dann. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. Oh nee, ne? He's hiding shit. Like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Also das mit dem Schlösser knacken, das glaube ich dir sogar noch, ne? So. Gucken wir mal, wo er den versteckt haben könnte. Irgendwo muss das Schlüsselchen ja sein. Dead end. Na, da werden, glaube ich, überall nur Akten drin sein. Oder es ist obligatorisch im letzten Schrank drin. Boring. Nix. Crap. Ah, Mist. Ein Hut. Only a total phony would wear a crappy hat like that. Naja, warm hält er trotzdem. Ach, hier kommen wir ganz schnell. Der Principal hat sein eigenes Klo? Das ist Luxus. Schlüsselbrett. Hier sind doch immer alle Schlüssel dran, here oder? Here are the keys. None for the principal's office. Na, no key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey, Warren, you busy? Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No, stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the hope. Das ist ja mysteriös. Jetzt ziehen wir den Warren auch mal in die ganze Geschichte mit rein. Door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Das, die Herausforderung nehmen wir an. Okay, gibt's hier noch was? Lost and found? Ist hier was Nützliches drin? Anscheinend nicht. Wir kommen da nirgendwo ran. Hier ist auch nichts. Oh, was haben wir hier?
Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Nah. Eichhörnchen mögen Nüsse. Was? Was stand da nochmal? Wie man sein inneres Krafttier füttert. Ach, das hat doch was damit zu tun, irgendwie mit dem Tier, was man zugeordnet bekommen hat, oder? Ratte und so ein Kram. Weiß ich gar nicht, wie man das zuordnet. Hier ist nichts, wir kommen hier nirgendwo ran. Nö. Zucker? Brauche ich Zucker? Ich nehme es mal einfach mit. Sugar. Okay, wir müssen mal eben in die SMS gucken. Was kam hier noch? Ach so, ja, ja. Ein Puder... Wow, warte. Achtung, 007, du musst folgende 4 Objekte finden. Zucker, eine Dose Limo, Klebeband, Natriumchlorat. So machst du's. Fragen? Natriumchlor, was? Ein Puder zur Herstellung von Chlordioxid. Das weiß doch jeder. Probierst du das tatsächlich aus? Probieren ist das richtige Wort. Ich verneige mich vor deinem Wissen. Okay. Only 3 more items to go. Na denn, die werden wir ja wohl finden. In dem Wust dieser Hallen. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. Und schon wieder dieses Plakat. Rachel, I know you and Kate are connected by all this. Fragt sich nur wie. Da bin ich auch mal gespannt. Hier ist, glaube ich... Nee, ne? Hier steht nichts Neues. No trophy will help Blackwell's reputation now. Gibt's denn da was Neues? Muss ich hier auf was aufpassen? Das Schild könnte hier irgendwo sein. Speichern, okay. Oh, was habe ich denn hier? Suchen im Müll. Nothing in it. Nichts, okay. Ich dachte, wollte schon sagen. Was steht hier noch? Maybe Kate started a revolution. Oh, was ist denn hier? Verpass es nicht. Kipp den Vortex Club. Der Vortex Club ist kacke. Vortex kacke. Kate Marsh Power bildet für Kate. Vortex Club hat Kate getötet. Oha, das ist aber jetzt richtiger massiver Angriff gegen den Vortex Club. Da kann man ja froh sein, wenn man nicht da drin ist. Kann ich rein? A long time ago, Nathan got smacked down. Aber wir können nicht rein, nee. Gun Free Zone. Hoppala. Where the hell are you, Rachel Amber? Tja, das wissen wir nicht. Das müssen wir herausfinden. Kriegen wir jetzt schon Besuch? Ich hoffe doch nicht. Just emptied. Nothing here. Wie gerade geleert. Das heißt doch, wir sind hier nicht alleine. Okay, sie hängt dann noch an der Tür. Warte, eine Limo. Da können wir hier eine holen. Release the Kraken. Sehr schön. Die nehmen wir gleich mal mit. Jetzt brauchen wir nur noch 2 Sachen. You're halfway home, Max. Join the Chess Team. Achso, Schach, genau. Paranoia, dass uns hier einer erwischt, ne? Das wäre so richtig mies, wenn uns jetzt hier einer erwischt. Science Class. Hier müssen wir, glaube ich, rein, oder? Ja. Hoppala. So, jetzt. Ach, hier ist offen. Die Klassenräume sind offen, ja? Gross. I hate that formalin smell. Wir haben eine SMS gekriegt. Wir gucken mal schnell rein. Noch da? Hast du dich in die Luft gesprengt? Max? Noch hier. Nicht in die Luft geflogen. Noch nicht. Ich muss mich konzentrieren. Meld mich später.
Na, jetzt bin ich ja mal echt gespannt. Klausuren. Only a B-? Warren has shattered my faith. Of course, I'm barely passing science. Praktische Chemie, Warren Graham, B-. Ist das wirklich so schlecht? Note ändern? You deserve way more than this for taking on Nathan, but every little grade counts. Ich dachte, ich kann mir das jetzt auswählen, ob ich das mache oder nicht. Nein, die Note bleibt so. Es tut mir sehr leid, aber hallo? Da hätte er sich dann schon halt ein bisschen Mühe geben müssen. Der, ist das der Darm? Ass biology. Ugh, gross. Bäh. Ist er jetzt nicht so appetitlich? A periodic table. Wish I knew what periodic means. Regelmäßig? Kann ich jetzt so spezifisch auch nicht übersetzen. Das kennen wir doch alles schon, Da Vinci oder? Was a boss. Wir gehen das mal hier systematisch ein bisschen ab. Da, hier sind noch so Sachen. Ein Graffiti. Was steht denn hier Schönes? I never said they were great, Troll. Okay. Besser Kack-Selfies als gar keine? Was haben wir hier? Ein Aquarium. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Okay, dann machen wir es fürs Foto. Aber nur kurz. Fish. Max, if you can't find sodium chloride in the science lab, give it up. Die werden das schon noch finden. Moment, mach mal keine Hektik. Sehr schön. Thanks, Fish. Nice work. Und jetzt wieder ab in die Haya. Please resume your slumber. Genau. So, als wären wir nie da gewesen. Donut open. Okay. I probably should find those items now. Ja, ja. Ich frage mich, welcher Wasserhahn hier tropft. Wissenschaftsbuch? Das könnte eins von Warren sein. So sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Ein Pflanzenvernichtungsmittel. Steht es hier drin? No, this mixture doth not work. Okay, dann ist das was anderes. Jetzt bin ich echt gespannt. Das muss ja hier irgendwo rumstehen, das Zeug. Was? Echt? Wer hat die Zigarette da reingesteckt in den Mund? Wie sieht denn das aus? Ew, gross. At least switch to e-cigs. Das sieht bestimmt lustig aus, E-Zigarette. Ah, siehst du, da oben. Here's the sodium chloride box. Das ist ja cool. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Ja, bevor wieder alles runterfällt, genau. Super, sehr schön. Das haben wir auch. Da liegt eine Papierkugel. One more ingredient left. Hier fehlt aber noch ein Foto, oder? Ist das mit dem Giftgesicht nicht hier? Das ist das. Ich habe gedacht, das Zeichen ist irgendwie auf irgendeiner Chemikalie drauf. Das kann doch keiner wissen, sowas. Ach doch, ich wollte gerade sagen, jetzt tropft hier gar kein Wasserhahn mehr, weil der tropft noch. Oh.
hoffentlich ist jetzt hier keiner. Okay. Don't smoke. Gehen wir mal hier rein. This is like a scene in a horror film. Ja, sehr creepy.